So, ganz zufällig jetzt in Köln, also... Wo ist dein Mikro für den? Wo ist dein Mikro? Brauche ich jetzt nicht. Okay, also hallo Leute, herzlich willkommen. Wer ist das? Zu einem neuen Vlog bei Pyro World. Wir sind hier gerade in Cologne, Bonn. Cologne. Das unschwer zu erkennen. Wir sind gerade auf der Hohenzollernbrücke und ja, hier hängt das Liebeschloss von... Ey Daniel, möchtest du eine Rose kaufen? Oh. Hallo, nein, wer ist deine Karte? Okay, dann nicht. Wer ist das? Abonnieren, ich bin der Streetfighter. Man kennt mich. Na toll, jetzt hat sie mir ein Fofi geklaut. Nein, immer noch nicht. Daniel möchte immer noch keine Rose kaufen. Nicht für 20.000 Euro. 3 Euro. Oder ich nehme nächstes Mal eine und schlag die damit. Und was machen wir jetzt hier so? Wir sind hier, ich bin extra hergeflogen aus Berlin mit Daniel, um zu spinnen. Nur zum Spinnen. Nur zum Spinnen. Oh ja, zufällig dieselben, lol. Nur zum Spinnen. Ganz zufällig. Hier ist halt Feuerwerk, oder? Auf. Hier ist Feuerwerk? Ja, ja. Hier ist Feuerwerk. Da hinten habe ich eben im 1-Euro-Laden erfahren. Ja! Schicken wir mal an. Guten Tag. Hallo. Hallo, Tim. Das sieht schon irgendwie geil aus. Alle mit ihrem heftigen Equipment hier. Das sieht schon Equipment. Und das ist übrigens meine Uhr, es ist so und so viel spät. Wenn mal jemand kommen will, aber es ist alles anders. Sie hat ihn ausgelacht. Ja. Zeig mal. Hallo, mach da einfach einen Filter drauf, dann kann man es ja machen. Stelle, die wir jetzt hier gefunden haben, ist wunderbar. Und davor waren wir dort hinten irgendwo. Es war echt scheiße hart. Noch lauter. Ich rede ja schon normal laut. Es war echt gut. Also der Platz ist echt gut, kommt her. Aber das Video kommt eh irgendwann anders. Also kommt trotzdem her. Also passt schon. Hallo! Wem fällt jetzt irgendwas auf? Schreibt in die Kommentare. Ich glaube, es fällt keinem auf. Falls es jemand nicht aufgefallen ist, die Blume ist 2 cm gewachsen. Das nur. Aber schreibt wirklich mal. Es macht immer noch mega viel Spaß, hier zu warten. Ja. Auch die Getränkeversorgung ist Premium. Wir müssen jetzt nur so eine Rampe hier hochlaufen und zu den Toiletten auch nur eine halbe Stunde. Und dann kommen wir weißt du, jetzt ist das, was so eine Gondelbahn ist. Ja, genau. Willst du? Was ist das? Buletten. Buletten? Ja. Nennt man auch Kardellen, oder nicht? Bei uns Buletten. Du bist aber nicht in Berlin. Na und? Hab's aber aus Berlin mitgebracht. Hauptsache es stinkt. Ja. Doch. Ich stau noch gar nichts. Ich will Chicken Nuggets. Das sind eigentlich Nuggets. Schaut mal jetzt auch nochmal in die Kommentare, ob ihr das lecker findet. Das ist ein Gemüse-Nuggets, Mann. Das sieht nicht lecker aus. Schmeckt aber. Nicht lecker. Nicht lecker. Oh. Ja, heftig. Guckt euch das an, Leute. Ist das nicht schön und beruhigend? An einem schönen, lauen Abend. Sommerabend. Geht überhaupt nicht gegen mein Knie oder so die ganze Zeit. Ja, ich guck mit dem Sound. Ja, sehr schön. Wunderschön. So beruhigend. Entspannt euch, Leute.
und kauft sein Wurst. Warte. Wow. Wahnsinn. Eine Sternschuppe. Eine Sternschuppe nach der anderen. So, jetzt setzen wir die mal von Tim. Adobe Beats. 2017 ist vorbei. Nun berichten Journalisten von ihren 100.000 unwichtigen Geschichten von letzter Nacht. Ich bin schweißgebadet aufgewacht, war völlig aufgebracht. Fragte mich, wieso mir das schlechte Laune macht. Nach Silvester lese ich immer wieder, hunderte Mitglieder ließen sich am Pullmax Lubitz Lieder für den Kopf illegaler Böller aus China. Darunter waren auch die Kinder von Luis van Wieder. Er war ein gebürtiger Berliner, Vater und Besitzer des Benziners. Drei Straßen weiter hörte er einen Chipola-Screamer. Die Straße fuhr herein, es war die Perversina. Erleuchtend weißer Blitz versperrte ihm die Sicht. Er fühlte sich schwerelos, doch es war aussichtslos. Der eben weiß blitzende Screamer lag unter seinem Benziner. Das wussten nun alle Berliner aus der Perversina. Trotzdem sah man ihn nie wieder. Ein Pyro sein heißt, das Hobby lieben und zu schätzen. Sich mit den Konflikten auseinanderzusetzen. Von dem anderen zu lernen, einfach selbst auszuprobieren. Und die Nerven andere nicht zu strapazieren. Wir holen nicht die Sterne vom Himmel, sondern wir bringen die zuallererst dorthin. Macht das alles einen Sinn für den vergleichsweise kleinen Hauptgewinn? Gehen wir es an und das nicht irgendwann. Jeden Abend sitzt sein Sohn vor dem Essen, betet zu Gott, denn er kann die Bilder nicht vergessen. Die Erinnerung, die dieser Abend gebracht hat, sie sind nicht einfach auszuschalten, es benötigt Kraft. Er war von Anfang an begeistert vom Leuchtknall, doch die falsche Handhabung löste den Todesfall. Als Büro bist du nicht allein, darum denk nicht egoistisch, dass dir nichts passiert. Ist uns Büros allen wichtig, in der Nacht, in der ein neues Jahr beginnt, bleibt er im Büro, auch wenn es ihm den Atem nimmt. Er macht die Nacht zum Tag und den Himmel zur Hölle. Wenn die Wiske brennt, ist er immer zur Stelle. In seiner Gegend fliegt der Vogel schräg, kreuz und quer. Wo er zündet, gleiche Straße einem Lichtermeer. Und wie jeder weiß, ist irgendwann mal Schluss. Darum bleibt der letzte Schuss einem Büro ein Genuss. Ein Büro sein heißt, das Hobby lieben und zu schätzen. Sich mit den Konflikten auseinanderzusetzen. Von dem anderen zu lernen, einfach selbst auszuprobieren. Und die Nerven anderen nicht zu strapazieren. Wir holen nicht die Sterne vom Himmel, sondern wir bringen sie zuallererst und hin. Macht das alles einen Sinn für den vergleichsweise kleinen Hauptgewinn? Gehen wir es an und das nicht irgendwann.
schmeißt du denn zu und so? Scheiße. Man sieht zwar gar nichts. Hey, Fokus ist da. Fokus kommt, Fokus kommt. Und geht wieder. Also ich hoffe, euch mega schnell. Euch hat dieser Vlog gefallen. Ey, wenn ihr kein Like da gelassen habt, ne, dann seid ihr so asoziale Schweine. Echt Spaß. Also das Fußfeuerwerk ist dann extra. Groß Neues. Schon wichsen. Nein, das ist nicht ein. Happy to be home again.